Herzlich willkommen beim siebten Teil der Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan. Heute geht es um die drei Buchstaben USP oder auch englisch ausgesprochen USP. Egal, ob du heute zur Bank gehst, bei einem Investorteam pitcht oder einfach nur deinen Gründungszuschuss haben möchtest bei der Agentur für Arbeit. Alle Leser, alle Sachbearbeiter oder Entscheidungsträger prüfen deinen Businessplan auf deinen USP. Was bedeutet das? Wenn drei Boutiquen an einer Kreuzung bereits geschäftlich aktiv sind und du baust dich als vierte aktive Boutique daneben, aber siehst nach außen hin genauso wie alle anderen, dann bist du nicht besonders spannend, sondern eher langweilig, zusätzlich noch neu und vielleicht auch fragwürdig, ob du dein Leistungsversprechen tatsächlich halten wirst. Das bedeutet also, der Kunde wird dich immer vergleichen mit dem, was schon da ist. Und wenn dich nichts unterscheidet, wenn du also keine Abgrenzungsmerkmale, Unterscheidungsmerkmale oder sogar Alleinstellungsmerkmale hast, nun, dann wird der Kunde vielleicht bei dem bleiben, wo er schon immer war und sich dem Risiko nicht aussetzen, etwas Neues auszuprobieren. Überprüfe selbst, wie spannend ein Zahnarzt ist oder ein Rechtsanwalt, der ganz frisch an den Markt herantritt und der nichts Besonderes anbietet. Hier ist eher ein Risiko für den Kunden gegeben, als eine noch sichere Lösung, sein Problem tatsächlich in eine Lösung umzuwandeln. Wenn du also einen erfolgreichen Markteintritt auch gestalten möchtest, dann weiß der Banker, der Sachbearbeiter, der Investor ganz genau, dass du also USPs, Unique Selling Proposition, brauchst. Also etwas, was nur du anbietest an Leisten und Nutzen versprechen. Entscheidend ist aber auch, dass du dein Versprechen auch halten kannst. Und das wiederum muss im Businessplan plausibel dargestellt werden. In der Regel reicht es nicht aus, dasselbe Produkt in einer anderen Farbe abzubilden oder einfach etwas anders zu benennen. Viel wichtiger ist es, dass du vielleicht eine technische Innovation hast oder dass du etwas Neues kombiniert, synthetisiert hast, dass du etwas komplett anders machst. Nun, den Preis billiger zu machen, als was deine Mitbewerber bisher an Preis verlangen, das wird sowohl dir selbst langfristig als auch deinen Mitbewerbern schaden. Entscheidend ist aber, dass du echte Alleinstellungsmerkmale abbildest, die so leicht von deinem Wettbewerber nicht aufgeholt werden können. Und selbst wenn du diese Alleinstellungsmerkmale abgebildet hast, dann brauchst du auch ein Konzept, diesen Vorsprung auch beizubehalten. Denn das, was gut ist, wird schnell kopiert. Und denk auch dran, dass du echte Innovationen auch überprüfen solltest auf die Anmeldung eines Patents. Entweder meldest du ein großes Patent an oder ein Geschmacks- oder Gebrauchsmuster. Und wenn du einen neuen Namen hast, dann überleg auch hier eine entsprechende Wortmarke zu prüfen. Denn das sind weitere Wettbewerbsvorteile und wenn du diese gesichert hast, dann ist dein Unternehmen auch mehr wert. Der Investor wird mehr Geld geben und der Banker wird überhaupt zusagen und Förderprogramme werden dafür zusätzlich auch noch ausgeschüttet. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine USPs zu entwickeln, zu definieren und zu sichern, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unter dem Video. Und ansonsten geht's morgen weiter mit dem achten Teil der 12 größten Fehler beim Businessplan.